Und ich bin jetzt mal nochmal da. Und ich habe vorhin schon erwähnt, das wird kein langes Video mehr. Ich mache jetzt noch die restlichen Karten, dann gibt es nochmal Abschlussworte ein paar und ja, dann wird erstmal eine Weile davon erstmal nichts mehr wiederkommen. Dann machen wir mal weiter, würde mal sagen. Ich habe ja vorhin schon eins ausgepackt gehabt. Haben wir dieses Einhorn? Hier, sieht ein bisschen wie das Herzeinhorn aus. Aber da bin ich mir auch halt nicht sicher. Diese Elfe. Oh Mann, den habe ich auch vergessen. Sterneneinhorn würde ich sagen. Mia und Ornschau. Lyria und Ono. Das Pärchen. Auspack. Und ich schiebe mir mal kurz das hier rüber. Eine Landschaft mit einem grünes Einhorn und eine grünhaarige Elfe. Hier noch einmal, bloß ein bisschen dichter dran. Ich glaube, die müssten noch eine Hauptstory da drin haben. Ornschau mit seiner neuen Kraft, Wirbelwinde zu erzeugen. Kiara mit so einem Nebel. Ich glaube, da ist gerade eine Frucht oder so explodiert. Die kleinen Einhornponys. Hier ist wieder der Hauherzbaum, doppelt wieder mal. Lyria, Ornschau und die Elfen, Freunde. Ornschau in Gefangenschaft von die Anhänger von Gargona und dieser Maskenfrau. Kiara und Ornschau. Die Ponys und die Freunde. Also Einhornponys und Yukumo und Mia in dem Fall. Wieder das Eis- oder Schneeeinhorn. Wolkeneinhorn und Mia und Mo. Hier Rixel und Gargona auf das Reittier von Rixel. Ornschau mit Baby Blue, der kleine Drache hier, der so süß da gewesen. Yuko. Hier ist unser letztes Paket jetzt. Ja. Tschakka. Kristalleinhorn und Ono. Ornschau und Mia. Kleine Kiara, wie sie wie anmutig angibt. Lyria. Ein Einhornpony mit Mia und Yuko. Ja, und das war eigentlich das Video. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Worten, was ich nochmal zusammenfassen will. Erstmal letztes Auspackvideo, bis ich wieder Mio-Fan besuche oder irgendwas Neues kriegen sollte. Und die Dracheneier werden erstmal nicht mehr gezeigt, weil sie bei uns aus dem Sortiment erstmal raus sind. Aber sobald wieder Dracheneier drinne sein sollten, kaufe ich wieder welche und versuche die restlichen zusammenzukriegen. Zum Beispiel wie mein Fingerhut, ein Tagschatten, den ich noch brauche. Das ist das Letzte, was ich benötige. Und für die liebe Laura, wenn sie zuschauen sollte, dann jetzt noch gucken sollte, heißt das da, versuche ich doch den Tagschatten zu kriegen, den ich leider nicht gekriegt habe bis jetzt. Das wird jetzt auch eine ganze Weile dauern, wenn noch mal was reinkommen sollte. Wenn nicht, ich hoffe, sie ist nicht so ganz enttäuscht. Sie wird trotzdem von mir Fanpost bekommen. Sonst, wenn wirklich die
Dracheneier nicht mehr reinkommen sollten, verschicke ich so das, was ich noch zusammenbekommen habe, noch. So für Mio-Fan und für den Steffen. Morgen könnt ihr euch wieder auf einen Livestream freuen, so 20.30 Uhr, wenn ich alt schaffe. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, und ich werde noch irgendwann mal eine 20-minütige, so wie hier 20 Minuten 17 so ungefähr, werde ich nochmal über einen Film erzählen, Pokémon Detektiv Pikachu, also Meister Detektiv Pikachu, der jetzt im Kino läuft gerade. Aber ich nehme demnächst das Video auf, aber ich zeige das erst, wenn die aus den Kinos raus sind, praktisch gesehen. Vorher wird es noch nicht sein. Ich werde es wahrscheinlich hochladen, aber auf privat machen. Oder erstmal so lange auf meinen PC verstauen. Gut, mehr Infos erstmal nicht. Dann sagt man, hört und stört sich. Und bis zum nächsten Video. Also morgen in dem Fall. Ciao.